Keine Party mit alle fahren? Ja. Bei uns halt frei fahren? Wir werden hier alle beteiligt sind, ihr seid der Wahnsinn. Jetzt ist es soweit. Das Wallewetter hat uns doch wieder erwischt. Verflucht. Braumeister, ja. Ja, alles ein Eis. Eis hoch. Ah. Ja, ein herzliches Willkommen. Was haben wir da überhaupt heute? Den 18. Mai 2017. Guck mal, den kennen wir doch aus dem vergangenen Jahr, alle Jahre wieder. Aber der hier, der ist neu. Das ist der Martin und der Patrick. Und wir wollen heute zusammen nach Minga, Munich fahren und wieder den Walle besuchen. Walle on Tour 3.3. So. Ja, 3.0. France Tour. So, da sind wir schon auf der Tour, auf der Route, sind schon in Bayern angelangt und haben schon die ersten 70 Kilometer hinter uns. Und ja, Patrick, wie ist die Stimmung bei wunderbar 80 km/h? Wir freuen uns, hier wieder gefahren. Und irgendwo da hinten ist auch der Muddy. Walle, willkommen! Yeah! Tja, und haben wir es auch geschafft. 18.30 Uhr, richtig? Jawohl. Und wir sind in Karlsfeld. Und ich kann es nicht glauben. Jedes Jahr das gleiche Spektakel. Und die gleichen Gesichter fast. Hey, die kennen wir. Das ist das Kroatika-Gesicht. Ja, und die Sonne lacht unheimlich hinter dir. Das ist ja wunderschön, dich hier zu sehen. Hi. So, wir sind wieder da, komplett und alle gesund geblieben. Und wir haben neue Gesichter. Das ist der Martin. Und das ist unsere Eisursel. So, und da sind sie. Da sind die Wahnsinnigen. Sada. Alle Jahre wieder. Sada. Und nur bekannte Gesichter. Und wie sie alle lachen. Und die sind noch nicht mal auf Moped aufgestiegen. Ja, so, da sind sie alle. 1, 2, 3. Durchziehen. Wer ist das? Hi. Da ist ein neues Gesicht. Hi, grüß dich. Axel. Hi, moin, moin. Hey, grüß dich. Und da ist der Gastgeber. Genau. Der lädt heute ein, habe ich gehört. Ja. Und da hinten sitzt der Patrick, den kennen wir schon, Matja ist da, Betty ist da, hey, Martin, wie sieht's aus? Es geht wieder, das ist gut. Und der Andreas, der alte Häckling, Freaky, yeah, sieht glücklich aus, hat's auch überlebt. Da der Tourguide-Man und da ist der René, mein Buddy, yeah, so, also komplett. Erscheinen. Achtung, was kann es sein? Das hängt beim Sada in Zukunft. Glaubst du es? Wahnsinn. Okay, und Action. Ein kleines Dankeschön für die Einladung heute und für den ersten Walle- und Tourstammtisch, dass noch viele folgen werden. Vielleicht gibt es auch eine kleine Beteiligung eurerseits für mich für die ganzen Reisekosten. Da kann man das nicht leisten. Dafür gibt es jetzt eine Kleinigkeit, was wir den Himmel überreichen. Wie geil seid ihr denn? Das ist ja unglaublich. Mann. Unglaublich. Mann. Wenn das halt auf den Kopf fällt. Ah, deswegen wollte er das Foto haben. Genau. Das ist ja echt der Hammer. Das ist wirklich wahr. So, von wem ist diese Idee? Oh. Ja, natürlich. Nur, also ich glaube der Manager. Nein. Ich bin total unschuldig. Ich habe nur mal so reingeworfen. Vom Vizepräsidenten des Walle- und Tour-Fanclubs, von Axel Robert. Tatsächlich, ich hatte irgendwann Geistesblitz. Also, aber ich hätte nie mit dieser Größe gerechnet.
Sehr schön. Also ich Leute, hoffe, ich alle, die beteiligt sind, ihr seid der Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Applaus! Sehr, sehr, sehr. Ja, Martin, soll ich dir denn jeden vorstellen? Das habe ich ja schon getan. Ne? Das kannst du nochmal machen, aber stell mir gerne nochmal jeden. Also diese Leute kennst du ja alle aus dem Fernsehen praktisch. Ne? Aber diese Leute, die sind eigentlich ständig dabei. Also immer sind es Wiederholungstäter. Der zweitjüngste ist auch da. Moin, Maro, Kamerad. Du siehst alt aus, Mensch. Ich hab gerade gesagt, du siehst alt aus. Du bist ja ein Jahr gealtert. Oh, hier. Hey, welcome. Can I talk in German with you? I don't know. We are international guys everywhere. Also wir sind überall bunt. Wir sind bunte Familie hier. So, jetzt, Marco, jetzt musst du mir erzählen, wie ist das jetzt? Kinka. Also ich kenne keine Kinka. Kinka, ja. Also sie hat auf Instagram, heißt sie On Her Bike. On Her Bike. Ah ja. Koffer. Ah ja, genau. Und das ist eine Weltenbummlerin. Ja, die ist in Australien gestartet, aber sie ist ja eins von beiden. Ja, irgendwann startet mal. Ich würde wahrscheinlich von Deutschland aus starten. Und dann fährt die durch die Welt. Und ist jetzt hier beim Walle gelandet. Wie geht denn das? Ja, keine Ahnung, muss ich das selber mal fragen. Ich bin das selber überrascht gewesen. Unbelievable. So, guckt euch das an. Hier gibt es Geschenke, Geschenke, Geschenke. Oh, Geschenke, Geschenke, Geschenke. Hier wird alles aufgerissen. Ja, Wahnsinn. So, langsam sind wir wieder in der allseits bekannten Farbe Blau, im Schlumpfblau. Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Grenmoser Straße. Yeah, da ist der Dauerurlauber. Ja. Guck dir die Pornobrille an hier. Geil. Ja, also du rechnest mit viel Sonne. Natürlich, nur mit Sonne. Hinten ist das Valle Casa und gleich wird der Guru dort hinausfahren und uns hoffentlich einen schönen Urlaub, naja, einen schönen Tage bescheren. Es geht nach Tschechien und wir donnern, ja, wahrscheinlich hauptsächlich mit diesem Gerät los. Und da sind die other guys. Das ist Mr. Mongolia, man kann es nicht sehen, yeah. Hi. Good morning, hallo, hallo. Hi, und Tim ist hier, yeah. So, wir stehen in der Tanke in, wie heißt das hier, Arschmanning oder was? Servus. Vorne ist der Schildhasi, Kirchheim. Kirchheim, ja, Kirchheimer, nicht zu wechseln mit Kirchheimer Dreieck. Kirchheim Dreieck, das ist das Münchner Kirchheim. Gehört das doch zu München hier? Was sagt eigentlich der Westfale hier zu dieser Region? Einwandfrei. Wo sind die Berge, ne? Einwandfrei. Das erste Highlight war schon die Arroganz-Arena. Die Arroganz, ja. Das stimmt. Ich habe es mal aus anderen Blickwinkeln gesehen. Moinsen! Ja, den kennen wir auch. Das ist ja Niedersachse. Da haben wir ja bald ganz Deutschland zusammen. Mit dem Borstener Man. Zum Wohl. Wen haben wir denn hier am Start? Sind wir jetzt schon vollzählig? Einer muss mal durchzählen hier. Grüß dich. Welcome. Welcome. Gut geschlafen? Yes. Ah, du findest auch, ja? Das ist immer gut. Stereo. 3D, sagt man. Ja, genau. Das ist der René. Ihr kennt ihn ja schon bereits aus den anderen alten Videos. Wir sind heute hin in den nächsten Stunden, rein. Ja. Mindestens mal 36 Stunden dabei. Und werden jetzt, ja, das sieht ein bisschen lustig aus, wenn hier jeder mit seiner Kamera steht. Wir werden jetzt mit dem Walle fahren, ja? Unfallfrei fahren. Wir werden sie jetzt in Kurven genießen so können. Und wir werden nicht miteinander verbunden sein, weil wir in unterschiedlichen Gruppen fahren, insgesamt nämlich 4 mit 40 Mann. Und jetzt sind wir mal gespannt, wo uns der Walle hinführt. Ne? So ist es. Genau. Also die zwei Verrücktesten sind die Typen hier mit 7 Kameras gerade. Ja gut, die halten das Folge nur fest, aber verrückt sind die anderen. Die hinter uns fahren, die Wahnsinnigen. So, und los geht's. Motor an.
es jetzt in wenigen Sekunden also los. Gruppe 3 ist vollzählig. Wir sind die einzigen, die schon in Startlöchern stehen. Die anderen brauchen wohl noch etwas länger. Gut, ja. Ansonsten habe ich jetzt dabei den Timothy, den Marco. Dann habe ich. Ja, genau. Dann habe ich den Klaus dabei und den Michael und den Martin, den Wahnsinnigen. Und wir kriegen noch den Kurt und den Leo. So ist der Plan. So, wie sieht's aus da hinten? Soweit alles okay, kommen alle. Haben so, soweit. Time to destination 235 Kilometer. Ah, ich muss noch resetten. So schön. Und wie fühlt sich als Tourguide? Ja, super geil. Also ich habe jetzt, glaube ich, 4 Kilometer ist runter. Oh, Walle ruft wieder an. Moment. Und hier sind wir in St. Veit, Neumarkt St. Veit. Und hier gehörst du her. Du bist sozusagen ein Einheimischer. Okay, mehr oder weniger. Und guck, ach Gott, wie. Aber kreativ. Also hier ist unser neuer Mann mit an Bord. Und jetzt müssen wir Kilometer machen. Jetzt sind noch 180 zu fahren bis zu unserem Ziel. Und das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir geregelt. 180 bis zum Zwischenziel, muss ich sagen. Also wir müssen ein bisschen hinne machen. So, und what about you? Yes. So, und da haben wir die ersten 100 Kilometer geschafft. Hey, how are you? Wo sind wir denn hier gelandet? Hat jemand auf das Ortseingangsschild geachtet? Ja, das ist in Griesbach. Griesbach? Also ich kenne Bad Griesbach. Ja, siehst du mal. Sehr entspanntes Flair hier im Innenstadtbereich, im Kern sozusagen. Ja, wir amüsieren uns jetzt kurz hier an dem Brunnen und laben uns und dann geht's auch schon wieder weiter. So, und jetzt ist es soweit. Das Waldewetter hat uns doch wieder erwischt. Verflucht. Hey, und small shower. Ja, small shower. Maybe, maybe not. Das ist der Meier. Der Meier, hier heißt alles Meier. Ja, siehst du mal. Hier, der Daddy Meier, yes. Und in France hätte ich beinahe gesagt. Nee, in Family. Wo ist der? Hier ist der Daddy. Hi, good morning. Servus. Ja, wir haben es geschafft. Was sagst du, hey? Punktlandung, ja. Ja, wir haben ein bisschen geschnarcht währenddessen. Gruppenleiter Meier, ne? Daddy Meier, ne? Ösi Meier. Ne? Ösi Meier, genau. Das ist in Türkisch heißt das Schein. Ja, Manne Meier. Müller. Manne Müller. Müller. Meier. Manne Meier. Warum ist denn die Gruppe 4 vor der Gruppe 3 da? Die Gruppe 4, ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil wir die wenigen Raucher haben. Ne? Siehe hier, gesund, gesund. Raucherpausen, ja. Fußballballon-Tour. Ja, offiziell. Guck mal, jetzt, da können die jetzt. Hier, guck, jetzt zieht er schon wieder durch. Der hat doch erst mal 3 Minuten hier. Ja. Nee, wir müssen noch einen Tankstopp einlegen. So, servus, Meier. Das ist gut. Nur das Wetter, das könnte noch ein bisschen wieder sich beruhigen und besser werden. Du wünschst dir wieder Regen, ne? Aber für so einen Nordrhein-Westfalen ist das schon ein Klassiker hier, so ein Panorama zu haben. Wo hat man denn solche Hügel? Gut, dann steht alle zusammen. Kilometers to the destination und wir haben jetzt hier tschechische Tankstellen gefunden und die sind besonders günstig. Jetzt müsst ihr mir eine erzählen, wie ist der Umtauschkurs? Da würde ich mal sagen, das ist was für unseren Flat, you know the word flat? In apartment. Yeah, for the here for the mobile phone. Flat means in German you can surf all night long. Oh, that's me. Yeah, that's you. Unlimited. Yeah. And yes, now we have to check what's this price in euro. Ah. Yeah. Moment. Yeah, check this mal.
Gucken wir doch mal rein. Oh, Naked Photos. No. Ah ja, da, guck mal, da hat er hier einen Umrechner. 32,30 vielleicht schon. 1,21. Also, was war das? 1,21. Ist 20 Cent günstiger als bei uns. Das ist okay. Das ist okay. Los, mach voll. So, also wenn du noch nie in Chilna warst, musst du eine Valle and Friends Tour buchen. Ja, so ist das. Wir sind jetzt hier irgendwo im Nirgendwo. Ja, kann man so sagen. Papa. Und hatten tatsächlich, habe ich gerade gehört, Höhendifferenzen von 700 bis 900 Metern. Das ist für die Region gar nicht so schlecht. Das ist sozusagen die Höhe Wasserkuppe in Osthessen. Ja. So, und der Walle ist schon wieder frisch geduscht. Und, guck mal, die verknickten Gesichter hier. 21 Jump Street, that is our room number today with Patrick Gerke. The number, the first one here. Und du hast schon die Dusche probiert. Ein Traum. Ja, perfekt. Ja, guck mal hier, das ist doch mal eine richtige Tapete. Ja. So wie man das kennt aus den 30ern. Schön war es heute. 500 Kilometer in 12 Stunden gefühlt. Und da sind ein paar verknickte Gesichter dabei. Sag ich dir. Was macht ihr denn hier? Fernseh gucken. Wie kann man das auf der Valle and Friends Tour tun? Erklär mir was. Was sehen wir da? Die Niederlage des FC Bayern? Ja. Nein. Also heute ist DFB-Pokal. Endspiel. Und es steht, haltet euch fest, für die Hessen 1-0. Heute ist der Tag der Hessen. Schalala, schalala, schalala. So, willkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer sich hier den Ortsnamen gemerkt hat. Ja. Aber da ist unser... Heiliges Land. Ja. Heiliges. Aber da vorne ist unser Hotel, beziehungsweise unser Gasthaus. Das Hotel hat wir eben drauf. Alexander. Oder hast du die Karte studiert und kannst mir sagen, wo wir sind? Nee. Ich nee. Nur einen kleinen Ausschnitt vorne unterm Windschirm. Du bist live. Hier geht's nein. Unweit von der schönen Stadt entfernt. Und den Namen werden wir gleich rausfinden. Das ist ja unser Speisesaal. Das sieht richtig geil aus. Geil, oder? Hä? Ist das ein Saal?
guys here? It's a German meat. German meat. Yeah, from the kangaroos. In the forest kangaroos. Ja, wir hatten ja beide einen Fuchs überfahren eben, ne? Timothy hat ihn gerettet. Mit alles Break im System und dann zack. Seid ihr das Hochzeitspärchen oder was? Nein, ja. Ich bin mit der Trauzeuge. Die Versammlung wird gleich eröffnet. Darf ich dich dann heute Nacht haben? Ja, klar. Das ist nämlich mein Zimmerguide. Du musst mir aufschließen, wenn ich mit 5 Promille da rein marschiere. Ich habe 365 Tage mich erholen können. Was isst man in der Tschechei? Schnitzel. Ein deutsches Schnitzel. Oder ist es ein österreichisches? Wo ist es? Ja. Wieder. Ja, weil es aus Linz kommt. Ja, weil die Steirer die Wiener immer panieren. Dunkel ist die Nacht und morgen wird wieder hell. The greatest. Good morning. Wir haben den Tag 2 bereits begonnen. Also die Zeit rennt davon. Das ist das Leben wirklich das einzig Traurige, dass die Zeit verschwindet. Manche Zeiten möchte man einfach nur einfrieren und sagen, okay, ich könnte mich eine Woche nicht antworten. Aber ja, man wird es wahrscheinlich langweilig. Egal. Heute fahren wir in die Pilsener Brauerei. Ich war noch nie da. Das ist die Urquelle, ja, des Bieres. Also da müssen wir hin, da kommt das Bier praktisch aus dem Boden heraus, gesprudelt. Und da werden wir sicherlich was abschaffen wollen, denke ich mal. Vielleicht was bleibt was für uns. Und in den Tankkoffer rein. So, 20. Mai schon. Meine Güte, das halbe Jahr ist bald rum wieder. Und wir sind hier bei strahlend blauem Himmel in Stibre. So heißt das hier. Hoffentlich richtig ausgesprochen. Das sind immer die schönsten und ruhigsten Momente, ja. Wenn einfach das Gute in die Maschine hineinfließt. So zärtlich und so lautlos. Ja, wie habe ich euch geführt? War das geil oder nicht? Perfekt. Kürzeste Route. Ja. Also wenn, dann sollte man ja den Marktplatz auch einmal umfahren haben. Hey, grüß dich, Rucker. Na, alles gut? Ja, so weit, so gut. Das Flüssige muss in das Feste. So, guten Morgen, liebe Follower und Walle-Friends und all Motobiker of the world. Wir sind jetzt Richtung Pilsen unterwegs von Stribo. Der Tag 2 hat begonnen und ich habe im Hintergrund wen am Apparat? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Den Marco, genau. Und wir sind jetzt wohin unterwegs? Ja, Richtung Pilsen hast du ja gerade gesagt, ne? Ja, genau. So, und da haben wir es geschafft. Wir haben unser Ziel, die Pilsener Urquellbrauerei, erreicht. Läuft. Ja, O-Ton, willst du was sagen? Wir sind da. Ja, hast du sehr gut navigiert. Hast du schnell gemacht. Pilsener Urquell. Jeder hat schon getrunken. Jetzt sind wir da. Hier sprudelt also das Bier aus der Erde. So, da sind die anderen. Und Walle spielt hier den Pförtner.
Ah, Visitor Center. Okay, okay, perfekt. Good morning. Hello. In Tschechien sagt man übrigens so zu Hallo. Steht dort. Nein, Ahoi. Ahoi. Wie der Pirat. Ja, geil. Und da sehen wir, das sieht so aus, als wäre da irgendwie so eine Riesen. Eine Riesenanlage. Nee, so eine Riesen, Befüllungsanlage. Na, aber wie so ein Riesen. Hä? Wie sagt man, Modell oder sowas? Ach so, das steht ja, so in das stimmt. Blauen Himmel. Das sieht aus, also, meinst du so eine Eisenbahngeschichte? Ja, oder ein Foto. Na, nice, nice. Aber ob das Bier schmeckt? Jawohl. Niemals im Leben. Schau mal, die schleift ja überall. Ja, natürlich. Aber ich denke so an den Funkenflug damals im letzten Jahr. Ja, das kriegst du doch hin. Ja, aber dafür wollen wir nicht sowas. Das stimmt. Das wird zu teuer vom April. Das sieht einmal aushebeln mit dem Dick. Mein Name ist Olga. Keine russische Folge. Nein. Olga von der Wolga. No, zuerst muss ich Ihnen ein paar Regeln sagen. Wir sind in einem Lebensmittelbetrieb. Hier darf man nicht rauchen. Nicht mal alles. Ja, bitte merken. Dann gehen wir in die Ausstellung von Rohstoffen. Dort dürfen Sie Kosten von Gerste, Malz und Hopfen. Bitte, wenn Sie allergisch sind und es reicht, dass Sie Heuschnupfen haben, machen Sie das nicht. Ein bestimmtes Wort, das wird benutzt in der Brauerei für einen Gehkeller. Da war früher Gehkeller, aber 1992 waren hier eingeführt die zylindrokonischen Tanks für Gärung und Lagerung des Biers. Also dieser Keller war leer, klingt haben sie so dort niedlich, den größten Restaurant in der Tschechischen Republik geöffnet. Es ist für 600 Leute geeignet. Sie machen einen Ausflug? Ja, drei Tage. Drei Tage? Ja. Und wohin fahren Sie von hier? Wir fahren heute jetzt erst Richtung Marienfahrt im Norden. Und dann fahren wir aber wieder Richtung Süden zurück. Und schlafen in einem ganz kleinen Dorf, aber im schönen Stresshotel. Ja, fast eigentlich das ganze Hotel. Hier war aber leichter. Ja gut, die bayerische Fraktion. Aleche. Servus. Yay. Dann ist die Wand ganzen Schrei. Weißt schon, so geht es. So, mach zu! Wer hat denn zuletzt mal in so einem großen Fahrstuhl gestanden? Der macht 5,3 Tonnen. Krass. Schöner Lastenaufzug. Und klasse. In der ganzen Tschechischen Republik. Das ist für 72 Leute geeignet, aber es ist nur für 35 Braumeister, ja. Für 35 von Und wir gehen jetzt ins Kino und da werden Sie einen so gut gebauten, schön gebautes Mann. Komm, spann mal an! Wollen Sie einen sehen? Wir holen die mal gut gebauten. So, danke. So, 360 Grad. Ich habe ja gesagt, das ist voll in Mode. Ja, geil. Spritzt dir das Bier ins Gesicht. Bier her, Bier her, oder ich falle. Willkommen in Pilsen, der Stadt, in der vor mehr als 170 Jahren das weltbekannte Pilsener Urquellbier entstanden ist. Lassen Sie sich für einen Augenblick zurückversetzen ins Jahr 1839 und machen Sie Bekanntschaft mit den brauberechtigten Pilsener Bürgern, die gerade beschlossen haben, gemeinsam eine Bürgerbrauerei zu gründen und Bier so zu brauen wie noch nie jemand vor ihnen. Seine hervorragenden Eigenschaften verdankt es dem besonderen Herstellungsverfahren, der Rezeptur und den verwendeten Rohstoffen. Der Ruf des neuen Biers verbreitet sich schnell in der ganzen Welt. Es wird zum Vorbild für zwei Drittel aller heute gebrauchten Biere. So, nach der Kinovorführung haben wir jetzt alle Durst. Ja. Ein sehr geiler Trailer. Wahnsinn. Wahnsinn.
Sudhaus. Und hier können Sie dann später mit dem neuen Sudhaus beurteilen, wie sich die Technologien ändern, aber die Rezeptur immer dieselbe. Willkommen im historischen Sudhaus. Das Pilsner Urquellbier wird seit 1842 auf einzigartige und immer gleiche Art und Weise hergestellt, so wie es von Braumeister Josef Groll hier zum ersten Mal gebraut wurde. Insgesamt dauert die Herstellung des Pilsner Urquellbiers ebenso lange wie zur Zeit des Braumeisters Josef Groll, etwa 5 Wochen. Zum Wohl. Für die Zuschauer jetzt, wir haben hier eine sehr hohe Luftfeuchte und es ist sehr warm. Das bedeutet, hier wird also momentan produziert, ist das richtig? Ja. Und man riecht es auch. Und den ganzen Tag möchte ich hier bei 50 Grad Hitze nicht arbeiten. Sie schon mal, naja, Mongolei nicht, aber so muss es in Thailand sein, ne? Ja. Wenn du mit dem Moped da durchfährst. So warm? Ja. Gerne. Ja, krass. Und hast du auch schon so einen Sudkessel geleert? Sicherheit, wir haben einen vor der Haustür. Ah, so. Gefühl. Der Urvater. Dazu. Das ist die Pissrinne von oben. Ah, okay. Das ist schon so salzig. Aufgabe, ja. Lars muss durchs Loch. Los geht's. Ja, der blanke Hungerhaken. Das schafft er. Los. Yes. Das ist auch was. Gajan. Guck dir, Alter. Erik. Das ist der Erik. Sehr schön. Komm, Patrick. Yeah. Bravo. Aber die Kamera, die Kamera, ist zu groß. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt sind wir im echten Herzen. Ja, hier gibt es den Souvenirshop. Souvenir ist noch hier. Hast du noch Platz in deinem Koffer? Topcase, ja? Schöne Achsenschwere. Los. Ich habe doch eine nette. Das ist ein schönes Foto. Das läuft echt ein schönes Bild. Die Kamera, die piept dann so, ne? Gibt ja so ein kleines Licht. Und dann hört ihr das erste Mal auslösen. Beim zweiten Mal auslösen, einmal laut. Hey, danach kommt gleich die dritte Auslösung auch nochmal. Hey, okay, das wird vielleicht ein Bild noch mit einmal so und dann einmal ein bisschen mit Action. Auch die vorne sind, ich will da Action sehen. So. Du verdeckst jetzt gerade wieder mit. Ja, ich dachte, ich sitze hier noch. Und hinschauen. Drauf achten, wann es das erste Mal Geräusch macht. Oh, warte mal. Ach so macht er die Serie jetzt. Da müssen wir es nochmal machen. Okay. Leise, einfach leise. Du sagst uns das. Das sieht's auch. Wir sind schon älter. Ruhe. Jetzt. Hey! Ja, super. Seid ihr hoffentlich lang genug oben geblieben. Ja. Aber das passt schon. Vielen Dank. Nee, jetzt geht auf die Toilette. Ja. Jungs auch, die müssen. Gut. Und dann machen wir uns, ich denke mal im Eingangsbereich irgendwo. Ich weiß es selber nicht. Hast du das auch noch mit aufgenommen? Du Hans! Aller Egel! Ja, das war doch eine nette Führung. Auf jeden Fall, ja. Olga hat es drauf. Olga hat schon viel erlebt. Ja, René, das war jetzt unser, ich glaube einstündig, ne?
einstündiges Programm hier in der Pilsener Brauerei. Kommt hin. Olga hat das sehr gut gemacht. Und ich stelle ja immer wieder fest, wenn man solche Führungen macht, am Ende will man dann doch auch was davon mitnehmen. Beziehungsweise am besten auch probieren. Aber das haben wir getan. Ja? Wir bringen unseren Liebenden und Liebenden etwas mit. So 120 nämlich, Kilometer sind noch bis zum Mittagessen. Was habt ihr da für ein Brauerei-Bier? Ich bringe mir mal so eine schöne Saftschorle mit. Aber Saftschorle. Eine Hopfenkaltschorle. Auch zur Walle-Tour rote Ampeln. Hin und wieder kommt mal eine. Ja? Ich verstehe gar nicht, warum wir da nicht durchfahren. Rechts ist doch frei, Mann! Stimmt, eben drum. Da hinten, da um die Kurve rum. Genau, Patrick. Okay. Das ist ein Kerl. Das ist hardcore. Das nennt man gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Aber in Tschechien ist das wahrscheinlich nur eine Ordnungswidrigkeit. Alter, Vater. Hat ja keiner gesehen. Hat ja außer der Rumme, außer der Tscheche hinter uns. Hier, Offroad. So wird es in Rumänien auch. Staubig und dreckig. Ich sehe schon gerade. Yeah, geile Sache, Junge. Dreckig! Ja, gewöhn dich dran. Ja, wir haben den nördlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber es ist ganz niedlich hier. Wir sind sozusagen an einer Staumauer. Und wir haben, ja, Family Selfie. Wir haben hier Wasser, ja, hinter uns. Wie bei Hotjobs, ne? Verschließt sich von innen, ne? So, wir haben unseren Mittagstisch erreicht. Oh, was für eine wunderschöne Atmosphäre hier in der Stadt. Das ist ja fantastisch. Hier sind die Biker. Guckt euch an. Klasse. Super. Super. Und hier werden wir jetzt irgendwo essen. Und da ist der Wale. Mach doch mal ein schönes Bild. Und was antwortest du? Geh
die Seite, dann mache ich ein schönes Bild. Das tue ich doch sofort. Das ist der alte Gangster hier. So, das ist unsere hübsche Location für heute. Mittag. Wow. Nice, nice, nice. Hä? Ist das romantisch hier? Dann heute Abend wieder rumholen müssen, keine Freunde. Romantisch? Ja, richtig, die denke ich nur an eins. So, jetzt wollen wir den Meister mal über die Schulter schauen. Wo sind wir denn jetzt? Auf Instagram oder auf which Channel? Instagram Live. Gut, der guckt das, ich nicht. Guckt mal ein bisschen. Also, hier werden jetzt die Speisen serviert und das sieht alles auch sehr edel aus. Also da können wir noch ein paar Kilometer mitfahren. Hier sind wir jetzt in einem Ort. Der ist auch recht hübsch. Pilsen links, München rechts. Ja. Und das heißt, wir müssen nach rechts weg. Denn wir sind ja wieder auf dem Rückweg. So, Hadek Susice. Hier geht es zum Hotel. Und jetzt dürft ihr euch überraschen, wie es aussieht. Nämlich so. Und jetzt sagt mir, dass das ziemlich cool ist. Und jetzt frage ich mich gerade, wo wir die Motorräder abstellen am besten. Wahrscheinlich hinterm Haus. Guck mal. Da sind ein paar Mopeds. Ja, das sieht gut aus. Ah, guck mal da. Sehr schön. Da sind sie. Wellness. Oh la la. Die Wellness-Oase. Yes. Und da sind die anderen, die sind schon entspannt. We found it one more time. You're the greatest rider I've ever seen. What? Yes, you are the greatest rider. Why? Yeah, well, you are so beautiful. Okay. Yeah, no, it works perfectly. The harmony between us. Yeah. Yes. I have to visit you in the US. And we go for a ride from Florida to Canada. So, over and out. Ein entspanntes Gesicht. Jo. Yep. Yeah, guck mal nach rechts. Da oben, was steht denn da hinter dir? Fucking in Planschen. Mit Bauchplätscher, bitte. Ja. Ja, und wie schon gegoogelt, nicht ganz überrascht, aber ich finde es sehr, sehr niedlich, dass hier die Inneneinrichtung dieses Hotels. Und es gefällt mir total cool. Fühlt man sich doch gleich wie ein König.
Sehr schön. Cool. Geil war's heute. So, und die anderen sind auch da. Hello! Here, wellness in front of you! So, während hier draußen noch ein paar Bikergespräche stattfinden, werde ich mich jetzt in das kühle Nass werfen. So, und ich tauche da mal ab. Ja, yeah, komm, hüpf rein! Also sowas Schönes kriegst du ja noch nicht mal in den besten Hotels in den Alpen, oder? Noch nicht mal in den Alpen kriegen wir sowas Schönes wie hier geliefert. Strudelbecken, Sonnenschein. Also ich muss sagen, der Walle verliert langsam seinen Ruf als Leid mit So, und jetzt geht es weiter im Programm. Gleich steht das Bier da. Wir sind alle frisch geduscht. Also die Körperhygiene einhalten. Und das sind alles die, die nachher sicherlich noch hier die Bude abbrennen wollen. Walle, yeah, Rucker! So, also diese Szene kennt man ja. Damals haben wir alle gelacht, als der Walle den super italienischen Sportler überholt hat. Aber diesmal geht es um die ernsten Dinge. Denn Basecamp wird hier wieder geöffnet, um die Route zu verfeinern für morgen, für die es ein bisschen bequemer haben. Und sie an, zur später Stunde sammelt man sich hier nochmal draußen beim gemütlichen Bier. Und das sieht alles sehr, sehr cool aus. Hey, cheers, ihr zwei. Ihr wisst schon, dass ihr euch 365 Tage wahrscheinlich nicht mehr seht. Also ihr könnt euch jetzt nochmal vor der Kamera in den Arm fallen. Dann könnt ihr das immer wiederholen. Ne? Ich denke, wir werden es bestimmt nochmal sehen. Auf jeden Fall. So Walle-Friends sterben nie. Wir haben schon gesagt, wenn Walle nächstes Jahr nicht mehr, wenn er irgendeinen anderen Blödsinn vorhat, Betty bucht die Hotels, irgendwann nimmt die Turmplanung in Hand und dann treffen wir uns nächstes Jahr zu Pfingsten und fahren eine eigene Tour. Dafür brauchen wir Walle nicht. Kriegen wir so hin. Wir machen heute Abend noch Fotos in der Lobby mit den Mopeds. Ja, genau. Unvergesslich fürs Hotel. Du, und das war echt, das ist auch geil. Ja, okay, dann machen wir Plan B. Machen sie Würfel. Die versenken die Dinger im Pool. Wieso wolltest du wiederkommen hier? Also mir gefällt das hier gut. Ja, richtig geile Hotel. Ja, definitiv. Aber nur Sonnenschirmofen. Einen schönen guten Morgen. Die Sonne lacht. Und wir sind wieder bei Sonnenschein unterwegs. Sameki. Ah, ob ich es richtig ausspreche, weiß ich nicht. Aber das hier war unsere Residenz für heute Nacht. Und ich muss sagen, ich habe super geschlafen. Und da ist sogar der Nächste schon wieder wach. Unser Mongolei-Krieger in 2 Wochen. Good morning. Richtig. In der Sektbar. Good morning, Romeo. Ah, feine Dinger, ja. Gute, Lars. Ja, alright. Salat, also bunt ist es. Oh, Obst, sehr gut. Und Apfelstrudel. Patrick. Sein. Also das heißt einfach nur verrückte Bewegung. Zu verrückt gehört aber auch irgendwie verkleidungstechnisch irgendwas. Für uns alle macht der Walle die Show. Nur für uns.
Ich erkläre auch gleich was zur Musik, weil es gibt 15 Sekunden einen Teil, der ist ruhiger. Und dann gibt es geht nur um 15 Sekunden Videoaufnahme. Dann muss halt so richtig ausgeflippt werden. Fahr doch so Motorrad. Du machst jetzt hier das morgendliche Warm-up-Training. Du musst alle mitmachen. Jetzt machst du einmal. Alter. Also ihr müsst doch mal eine Runde laufen, dass du warm wärst. Ich hab ja noch keine Kamera. Ja. Kriegen wir schon hin. Das wird eine Aufnahme. Die kriegen wir perfekt hin. Die anderen üben das auch nicht. Die machen es einfach. Nein. Das nimmt der. Hier, das nimmst du heute mit in die Mongolei. Okay, bitte. Leute, jetzt nicht mehr quatschen. Bitte, nein. Die Sonne bewegt sich jede Minute. Ja. Katharina, komm. Leo, du machst dich heute unsterblich hier. Zwischen den Bikes und vor den Bikes. Wer bist du denn? Wenn jemand vor dir steht, dann sieht dich die Kamera nicht. Markus, bei dir das Land. Ihr müsst natürlich. Axel, ja, auch das Land. Ich weiß, ich mach das schon, keine Sorgen. Es muss schon spektakulär sein, damit es auch bei YouTube 2 Millionen Aufrufe gibt. Wir schaffen das! Wir schaffen das! Denkt an die Millionen Fans! Aber nichts davon. Und ausflippen! Das sieht so aus! Okay. Jesus Christ, was draußen habe ich hier eingelassen? Okay, wir machen jetzt einmal kurz eine Probe, damit ich sehe, ob ihr überhaupt ausrastet. Also ihr müsst jetzt ausrasten, wie ihr noch nie in eurem Leben ausrastet. Oh, Matja, und ich will jetzt noch ein bisschen Action sehen bei dir. Das ist der erste. Reißende Banane. Starten wir. So, Ursula, du stehst vor dem Motorrad. Einmal kurz ein bisschen zur Seite und jetzt bereitet euch vor. Geht gleich los. Alle in die Kamera schauen und richtig ausflippen. Jetzt gleich. Ja. Ja, das war jetzt der Walle Harlem Shake, noch nie gemacht. Ich hoffe, die Bilder sind was geworden und der Walle ist zufrieden. Was er daraus macht, das werden wir dann sehen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich fertig. So, this was a Harlem Shake. Yeah. And you like it in the USA too, yeah? Yeah, it's very famous. Yes, famous. Everyone loves it. Crazy. Crazy. So, Daniel, du hast dein Team wieder beisammen. Dann wollen wir uns jetzt auf die nächsten 173 Kilometer machen. Zum Wurzen. Zum Wurzen. Zum Wurzen. Und heute ist Böhmerwald dran. Also wieder ein paar Kurven. Ja, Mann. Und Straßen. Ich hoffe, alle Kameras sind wieder geladen. Und dann wollen wir Ergebnisse sehen, gell? Was? Du musst schneiden, viel schneiden die nächsten Monate. Gut. Und das war jetzt ein Clip eben von einer Minute, denke ich, ja? Ja, so ungefähr. Wenn es hochkommt, ja. Wahnsinn. Da denkst du, du buchst eine Walletour, alles easy, ausrasten. Du musst ausrasten. Du musst ausrasten. Zum Glück rastest du nicht so auf dem Moped aus. Ja, wäre fatal. Alex steht wieder in den Startlöchern. Und wie fährt er sich? Wie eine GS. Wie eine GS halt, ja. Ja, ich habe gehört, du hast auch zugeschlagen. Ich musste ja. Ja, okay, ich bin nicht ganz up to date. Ich habe Weihnachten eine GS gekauft als größter GS-Hasser und finde sie auch immer potthässlich. Technisch ist sie aber. Technisch einwandfrei. Immer noch. Sie läuft. Sie läuft. Sie macht sagen, Number das, one? Ausgereiftes Motorrad, weil. Yeah. Ja. Du hast. Aber sie ist hässlich und meine ist halt gerade kaputt. Ah. Ich hab's aber gestern. Sie ist partnertauglich. Genau. Das auch. Ja. Ja, und was ist es geworden? Eine Adventure wahrscheinlich. Nee. Nein! Nein, wäre zu schwer. Ja, nee, die, aber die Reichweite die Adventure cool. Finde ich für gewisse Sachen bei sportlicher Fahrweise mit dem vollen. Ungeeignet. Schwappt die mir zu sehr. Okay, ja, ja. Das ist bei der Multi-Enduro gar nicht. Verstehe. Ja. Relax and take a deep breath.
Und da wir eh da ein bisschen Zeit haben, würde ich gerne von euch, während ihr fahrt, in gewissen Stellen, wo es schön ist, ein paar Fotos machen. Die Gruppe 1 fährt einfach vorne weg, sodass wir dann schon mal mit der Gruppenfotografie durch sind. Das heißt fahraktive Fotos. Und die Stelle wird eine kurvige Straße sein und sicherlich wird euer Guide dann sehen, dass ich irgendwo mein Moped ein bisschen querstelle, dass man da mal kurz stehen bleibt und im Abstand von 15 Sekunden einfach nacheinander durch. So, der erste verlässt uns leider im Bunde, aber wir sehen uns wieder. Also merkt euch das Gesicht. Genau. Und dass das Ding immer inaktiv bleibt, ne? Die Leitweste. Ja, genau. Ja? Bei dir auch. So, wir sind jetzt hier durch eine Baustelle etwas abgekommen von der Straße, sage ich mal. Hier ist der René, wir haben die Gruppe 4 wieder eingeholt, hallo. Und ja, wir kämpfen uns jetzt hier durch den Wald. Durch den schönen Bürgerwald. Den Weg nach Vilshofen kommen wir hier an einem Flohmarkt vorbei in Fürstenstein. Fürstenstein, das ist, wenn ihr mal da hochschaut, da diese Burg da. Ob man es erkennen kann, weiß ich nicht, aber es sieht sehr gut aus. Aber der Marco ist auch da. Das ist der Marco, der mit dem Flugplatz vor uns ist. Wissen wir nicht, denn wir sind weit weg von Waldesrute. Denn die hätte uns ein bisschen weiter südlicher geführt. Aber nun gut, wir haben den Leo vorgeschickt und der hängt sich jetzt dran und versucht uns den Weg sozusagen frei zu machen. Ich sollte mich nicht auf andere konzentrieren, sondern auf mich selbst. Ja, hast du es super gemacht. You did a great job, Mr. Leo. Leo Vinci. Ja, genau. Nee, so ist die Auspuffanlage, ne? Ja, genau. Es krachte auf einmal und da war er weg. Aber meiner hat es dann kaputt gemacht. Guten Appetit. So, es gibt die ersten Verabschiedungszeremonien und wir sehen uns wieder 2020 in welchem Land? Das müsst ihr jetzt noch sagen. Wir haben ja auch Einfluss drauf. Wir können, Antarktis, Island, in the next 2 years, wir wollen nach Island fahren. Island fahren nächstes Jahr Anfang Mitte Juni. Mit uns oder ohne uns? Was sind deine Eile? We don't know yet. Also ihr werdet es nicht glauben, aber hier kommt der nächste Überraschungsgast, nämlich der Johannes. Der fährt mal kurz heute Morgen los, ja, ist ja European Time, ja. Und ja, wenn ihr es nicht glauben wollt, da ist das Kennzeichen. Dieser Wahnsinnige fährt mal kurz nach Vilshofen, um dem Walle mal Hallo zu sagen. Da sind die Pizza-Fahrer 700 Kilometer gar nichts dagegen. Schauen wir da noch was? Es wartet alles nur auf dich, wenn wir weiterfahren. Ja. Und jetzt? Was haben wir denn? Schönes Bike. Ciao. Ciao. Schönes Bike. Servus. Ja. Was ist damit? Born, was, laufen? Das ist doch Vorrat. Was gibt's da nicht? Was machst du? Unbelievable! Ich denke, so schönes Wetter, aber kleine. Du, eine kleine Spitztour. Ja. Bis nach München oder so. Ehrlich? Ja, da haben wir schon gegessen vor 300 Kilometern. Das ist ja der Hammer. Ich hab die Woche Urlaub und 2 Tage kann ich vielleicht abwechseln. Ja, 300 Kilometer ist ja eine Tagestour, von daher. Crazy aus People. Schon wieder da. Ja, krass, das ist das Kennzeichen, das ist der Beweis. Tschüss, Patrick. Patrick verlässt mich auch. Ich muss alleine nach Hessen fahren. Mach's gut, Patrick.
Ganz wichtig beim Motorradfahren ist, die Jugend zu fördern. Ja. Und den brauchst du nicht mehr fördern, das ist nämlich schon ein Pro. Ja, also ich weiß. Markus ist schon mal einen Tag bei mir auch mitgefahren. Letztes Jahr, nach der Kroatien-Tour. Geht richtig. Und da hing er auch mit seinem Ding kleinen Fahrrad da ganz gut. Kriegst du nicht los, kriegst du nicht los. Komm gut nach Hause und schreib nochmal in die Gruppe, wenn du angekommen bist. Wird nicht lange dauern. Wir haben jetzt in Vilshofen eine kleine Pause gehabt, ein Mittagessen. Und uns haben einige verlassen, wie der Patrick etc. Ja, hinter uns liegt das Rasthaus und hier ist die Stadt. Und der Tim ist wieder da. Gut erkennbar. Und das funktioniert. Und dann ist es dann doch passiert. Wir haben noch 21 Kilometer bis zum Ziel und der Walleregen ist da. Ich dachte, er lässt uns tatsächlich in Tschechien im Stich. Das hat er auch getan. Aber hier in München ist er zuverlässig. Dankeschön, lieber Regen, dass ich hier nochmal meine Jacke testen darf. Und ich freue mich gleich, wenn wir zu Abend essen und wir uns schön aufwärmen können. Bis gleich. So, auch die letzten Gruppen haben ihr Ziel erreicht und 1155 Kilometer liegen ja hinter dir auch, Johannes, ja etwa, nee, schon mehr, 1,5, ja, 1,5, ja, der hat schon 1,5 drin, das heißt, wir müssen noch mal, wir müssen noch mal eine Runde drehen. Wir kommen wieder mit zurück. Ja. Also, es ist vorgewärmt und wir können jetzt beginnen, in das Gemütliche erstmal vorerst überzugehen. Okay, einverstanden? Ja, check. So, Timothy, we did it. We did. Yes, 1155 kilometers. Who's counting? A little rain, but not a problem. No problem. Now we have a nice this man is the best buddy you have, you can have here in this road. Of this, a good rider. Yes. But so, and jetzt, you know this place here, no? Yeah. It's the first time? Down in here? Yeah. No, I've been to the area before. Landkreis Ebersberg. Ah, you know? Okay. Ja, also Timothy ist sozusagen schon ein echter Bajovare. Looking to. Ja, fehlt ihm nur auf die Lederhosen. Hast du eine Lederhose? Ja. Ja, na klar. Natürlich. So. Hey, Kriecher. Grüß dich, hi, five. Der nächste, der uns verlässt, ist der Lars. Es wird immer weniger. Oh, mach's gut. Bis zum nächsten Mal, Lars. Das ist sozusagen die Glocke, die zum Ende einläutet. So, ja, der Abschied tut immer etwas weh. Wir sind vorbei, 1200 Kilometer. Ja. Eine geile Tour, wie ich fand. Ich hoffe, die meisten haben es genossen und hatten Spaß. Ja. Hier werden jetzt die letzten Leute sich gerade verabschieden. Morgen geht es dann noch mit alle Himmelsrichtungen, Süden, Norden, Osten, Westen. Teilweise extrem weite Anreisen. Und Johannes hat uns heute noch überrascht mit 1300 Kilometer Anreise. Verrückter Hund. Er kann es nicht lassen, das ist eine Droge für den Kerl. Timothy bleibt noch ein paar Tage. Ja, der macht doch den alten Vorraum verrückt. Genau, der fährt noch ein bisschen. Ja. Sehr geil. Sich ja sonst aus der USA. Ja, und meinst du, werden wir das nochmal mit dir erleben können? Ja, auf jeden Fall. Nächstes Jahr machen wir das dann nur woanders. Ja, check, verstanden. Dann machen wir so ein bisschen mehr Adventure Camping. Ah. Muss ich dann wieder eine Stolle bestellen, eine andere? Verstanden. Nee, wir campen einfach nur, wir fahren gar nicht Motorrad. Wir sitzen nur da. Adventure Camping heißt also, an denen reicht. Okay, alles klar. Gut, servus. Viel Spaß dir.
Ja, wir haben es geschafft. Unsere Tour ist zu Ende. Und wir fahren jetzt den Sonnenuntergang entgegen. Und freuen uns auf die nächste Tour, wann immer die auch sein wird, wenn wir uns alle gemeinsam wieder treffen. In diesem Sinne sage ich, es war schön. Gerne wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was denkst du? Wird das was?